So, kleines Update noch hier aus dem Garten, den wir jetzt campen. Und zwar waren wir heute in Landau bei einem Kumpel von Jona. Sind dann auch irgendwie weitergefahren, haben dann keinen Schlafplatz gefunden. Haben dann gedacht, wir schlafen irgendwo auf dem Feld, da war es aber echt matschig. Und dann ist zum Glück noch ein Fußgänger vorbeigekommen, den Jona dann gefragt hat, Hundespaziergänger. Du hast absolut keinen Bock, da hinzugehen. Hat es einen Garten angeboten dann. Gar keinen Bock mehr, irgendwie was zu machen. Und jetzt sind wir hier im Garten, haben gerade Tortellini gemacht mit Tomatensauce, haben die gegessen, Zelte aufgebaut. Lohne ist da. Lohn haben wir bekommen. Mega nice. Und jetzt gehen wir pennen. Na, fertig. Hoffen mal, dass ich morgen ein bisschen was, dass wir morgen ein bisschen was mehr an Kilometern schaffen. Heute haben wir nicht so viel geschafft, aber ich denke mal, das schaffen wir. Ehrenmann, dass wir schlafen können. Grüße gehen raus an dich. Moin! Sind endlich auch mal aufgewacht. Jetzt ist es irgendwie, keine Ahnung, 10:30, 11:30, 10:30 oder sowas, keine Ahnung. Und der Typ, bei dem wir pennen konnten, richtiger Ehrenmann, richtig nice Garten. Hier, ich muss mal zeigen. Man sieht alles. Ich hoffe, die Kamera ist überhaupt am Film. Und der macht uns jetzt noch einen Kaffee auf ehrenhafter Weise. Und dann wollen wir auch schon weiter. Und ja, wir sind jetzt gerade bei 500 Kilometern von 700. Also wir sind von Freiburg ausgefahren. Und hoffentlich sind wir heute Abend dann bei 400 oder noch weniger. Guck mal, oder? Hallo. Ja, wir sind gerade die ganze Zeit hier von Google durch Weinberge geleitet worden. Irgendwie geht es hier gerade steil bergab, deswegen kann ich nicht so gut filmen. Aber ja, ist auf jeden Fall nice. Gerade eben ging es richtig steil hoch. Jetzt geht es richtig steil bergab. Wir haben die ganze Zeit was gesucht, nichts gefunden und zum Glück an dem Campingplatz vorbeigekommen. Beziehungsweise aber auch nicht im Dorf, wo wir eigentlich neue Leuten klingeln wollten, haben wir auch nicht geklingelt irgendwie. Keine Ahnung wieso. Wir sind dann weitergefahren zum Rhein. Und jetzt haben wir jetzt einen richtig schönen Campingplatz mitten am Rhein. Wir sind gerade zwischen Koblenz und Bonn. Ne, wo sind wir? Nee. Zwischen Mainz und Koblenz. Ungefähr. Wir haben jetzt fast die Hälfte geschafft schon, voll nice. Ja, Google Maps hat uns die ganze Zeit so richtige Kackrouten durch Weinberge, Schotter bergauf, bergab geleitet. Deswegen haben wir da eine andere App benutzt jetzt und haben eingestellt, dass wir Roadcycling machen wollen, also halt Straßenfahren. Und es war jetzt richtig entspannt heute eigentlich dann, noch Straßen zu fahren. Und das werden wir jetzt auch weitermachen, denke ich mal. Kein Bock mehr haben auf den Scheißweg. Gerade kommen wir hier. Nils. Jürgen hat auch keinen Bock, was zu sagen. Sag mal, absolut scheiße, Google Maps, was du denn nur von zu hören? Wir sind hier solche, das erkennt man jetzt nicht. What the fuck? Ja, wir sind hier so Schotterwege gefahren, weil Google Maps uns lang geführt hat, Alter. Ja, war entspannt auf jeden Fall, da konnte man dann irgendwie 6 km/h fahren. Sonst ist eigentlich nicht wirklich viel passiert. Wir haben immer ein bisschen gefahren, ne? Pause gemacht. War richtig schön heute Abend, die haben sich die Wolken ein bisschen geöffnet und die Sonnenstrahlen kamen durch, sah richtig geil aus. Haben jetzt hier unser Zelt schon aufgebaut, werden morgen, denke ich mal, versuchen 120 Kilometer zu schaffen. Wird zwar anstrengend, aber wir haben jetzt auch weniger Essen und so dabei, also wird schon irgendwie gehen, irgendwie wird schon funktionieren. Es ist heute der 5. Tag. Wir sind jetzt hier am nächsten Morgen auf dem Campingplatz, ja. Und jetzt kann ich euch auch mal zeigen, wie schön der ist. Das ist wirklich wir haben jetzt fast alles gepackt, essen noch kurz was und dann fahren wir auch wieder. Wir wollen heute 123 Kilometer schaffen nach Bonn, weil da haben wir einen Schlafplatz. Und das geht die ganze Zeit eigentlich nur geradeaus am Rhein entlang.
Und deswegen ist es eigentlich relativ easy zu schaffen, denke ich mal. Ja, meine Haare. Wie so ein Pilz. Nice, Alter. Ja. Was soll ich sagen? Ja, der Campingplatz ist mega schön. Hier ist so rein und wir sind bei der Bach. Und ich habe gut geschlafen. Es war ein bisschen zu warm. Und ich habe auch gut geschlafen, aber zu wenig. Aber sonst ist gut. Aber es ist echt nice hier.